Hab hier dieses Klingeling schon mitgebracht. Das kommt ursprünglich aus Indien und man kann dazu auch singen. Und ich will jetzt mal versuchen, ein Lied zu singen, was es noch gar nicht gibt, zu diesem Klingeling. Da muss ich ganz genau hinhören, die Ohren aufsperren. Und ja. Habt ihr das Lied schon gehört? Wer hat das Lied gehört? Oh, sind aber ganz schön viele. So, also dann brauche ich es für euch ja nicht nochmal singen, aber für die anderen, die es noch nicht gehört haben, singe ich es jetzt nochmal. So. Das war das erste Lied. Und jetzt, was habe ich jetzt noch? Aha, hier. Was ist das? Wer weiß, was das ist? Ein Ball, ein goldener Ball. Den hat der Froschkönig hier vergessen. Jetzt lege ich den goldenen Ball mal auf meine Hand. Es ist ein Ball, oder? Ein halber Ball. Ein halber Ball, der kann ja nicht kullern. Also muss der irgendwie zu was anderem gut sein. Wer kann sich vorstellen, was das ist? Ja? Eine Klangschale. Und aus der Klangschale kommt ein Klang. Jetzt probiere ich mal, ob ich das schaffe, die Klangschale anzuschlagen. Achtung! Gibt es denn da zu lachen? Ich habe daneben gehauen. So, jetzt nochmal. Ich glaube, ich muss rumrühren. Du schon was gehört? Ja, und jetzt schlage ich es nochmal an. Achtung. Jetzt haben wir den ganzen Klang. Und jetzt versuche ich nochmal, euch zu fragen, wie lang der Klang ist und wohin der Ton verschwindet, wenn er nicht mehr da ist. Vielleicht machen wir es so, ich schlage an und wenn ihr den Ton nicht mehr hört, dann meldet ihr euch, ja? Also. Ah, jetzt ist der Ton verschwunden. Wohin ist der Ton verschwunden? Wer weiß es? Ja? Du glaubst nicht. Wohin ist der Ton verschwunden? Ja? Einmal haben die Kinder gesagt, in die Stille. Und von der Stille singe ich jetzt ein Lied mit einem anderen Musikinstrument, was ihr alle kennt.
Das ist dieses hier. Eine Gitarre. Und ihr wisst doch, wie man eine Gitarre spielt. Die nimmt man so und dann geht's los. Nicht? So. 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 Ich weiß, man nimmt die so und dann geht's los. Hey, der Metzger, Herr Kapitän. So. Andersrum, genau, andersrum. So. Ach so, andersrum, genau, so. Ja, ihr wisst nicht, dass das hier eine Original-Zaubergitarre ist. Und ich werde jetzt auf diese Gitarre eine unsichtbare Saite zaubern. Dazu müsste mir jemand von euch einen Zauberspruch sagen. Ja? Abracadabra fidibum. Gut. Also. Abracadabra. Ich werde nämlich auf diese Gitarre eine unsichtbare Saite zaubern. Abracadabra fidibum. Wo ist sie? So, ja. Jetzt zupfe ich die unsichtbare Saite an und hier ist noch eine. Ich kann zaubern. Genau. Ich habe das hier auf dieser Seite, da sind die Töne drauf und der tiefste Ton auf der Gitarre, der geht so. Dann gibt es noch einen anderen, der klingt so. Dann gibt es noch höhere Gitarrentöne, die klingen dann so. Die sind so hoch, die kann man mit unseren Menschenohren gar nicht hören. Aber es gibt Tiere, die können so hohe Töne hören. Wisst ihr, welche Tiere das sind? Elefanten, weil die so große Ohren haben. Genau. Und dann gibt es noch andere Tiere, vorne bellen sie und hinterher wackeln die Hunde mit dem Schwanz. Was sind das für Tiere? Delfine. Genau. Die wackeln auch mit dem Schwanz. So. Und manche Tiere, die gut hören können, die fliegen nachts rum und sind keine Eulen, was die Fledermäuse, genau. So. Es gibt doch auf der Gitarre so Glitschtöne, die klingen so. Und Glutschtöne, die klingen so. Und süße Töne, die klingen so. Und saure Töne, die klingen so. Und man kann auch auf der Gitarre ein anderes Musikinstrument nachmachen, das klingt dann so. Dann kann man noch ein Tier nachmachen, das hat gerade geschlafen und jetzt steht das Tier langsam auf, geht aus dem Stall raus, läuft über den Hof und dann ist das Pferd weg. Was war es für ein Tier? Ein Pferd, genau. So, und man kann auch auf der Gitarre so Rasseltöne machen, die klingen so. Und schnelle Rasseltöne klingen so. Und man kann auch Lieder singen. Wollt ihr ein deutsches Lied hören oder ein englisches Lied? Wer möchte ein deutsches? Gut. Wer möchte ein englisches? Aha. Dann singe ich zuerst ein deutsches und ein englisches. Und mein deutsches Lied handelt von einem deutschen Märchen. Von Tieren, die sind ganz alt geworden und keiner kann sie mehr brauchen. Und da schließen sich die Tiere zusammen und wandern los.
und kommen in ein Räuberhaus und vertreiben die Räuber durch Musik und wandern weiter und kommen in kein Räuberhaus, sondern in eine Hansestadt und da werden sie Stadtmusikanten. Ja? Das sind die Bremer Stadtmusikanten. Und von denen singe ich jetzt euch ein Lied. Esel, Katze, Hund und Hahn waren alt geworden. Nutzlos sind wir, keiner will uns, drum geht's ab nach Norden. Esel, Katze, Hund und Hahn gingen auf die Reise. Katz miaute, Esel schrie, Katz miaute leise. Stand im Wald ein Räuberhaus, hell erleuchtet groß, sprangen sie aufs Fensterbrett und schon ging es los. Die Katz, die machte Katzenmusik, miau, miau, miau. Der Hund, der bellte an einem Stück, wow, 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 wow. Der Esel machte ein Eselsgeschrei, i-a, i-a, i-i. Und der Hahn schrie aus Leibeskräften dabei, sein Kickeri-Kickeri-Ki. Flohen die Räuber auf und davon, ließen den Braten liegen. Der wurde verputzt und dann gab's Musik, dass sich die Balken biegen. Die Katz, die machte Katzenmusik, miau, miau, miau. Der Hund, der bellte an einem Stück, wow, 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 wow. Der Esel machte ein Eselsgeschrei, i-a, i-a, i-i. Und der Hahn schrie aus Leibeskräften dabei, sein Kickeri, Kickeriki. Zogen sie fort ihre Wanderlust, ließen sie sich nicht nehmen, zogen sie fort und landeten schließlich in Bremen. Bremen ist eine schöne Stadt und liegt weiter oben im Norden. Da sind sie dann sehr weltberühmt und Stadtmusikanten geworden. Die Katz, die machte Katzenmusik, miau, miau, miau. Der Hund, der bellte an einem Stück, wow, 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 wow. Der Esel machte ein Eselsgeschrei, i-a, i-a, i-i. Und der Hahn schrie aus Leibeskräften dabei, sein Kickeri, Kickeri, Ki. So, jetzt habt ihr so schön geklatscht, dass ich euch mal verschiedene Arten von Klatschen zeigen möchte. Es gibt das Wackelhandklatschen, da könnt ihr auch mitmachen, dann nimmt man so eine Hand hoch, muss aufpassen, dass sie nicht runterfällt. Jetzt kommt die andere dazu und jetzt müssen wir auch noch treffen. Auf die Plätze, fertig, los! Nochmal, auf die Plätze. Fertig, los! Nochmal, auf die Plätze, fertig, los! Eben hat's geklappt. So, und aus Bayern kommt das Tschingnerasabum-Klatschen. Das geht so. Tschingnerasabum,
Schinderester, bumm. Die dicke Backenblasmusik fliegt um die Ecke rum. Schinderester, pick. Schinderester, weg. Die dicke Backenblasmusik, die ist schon wieder weg. Und dann gibt's noch das Karate-Klatschen. Das ist das gefährlichste Klatschen. Oder habt ihr da Angst vor? Gut, ich zeig's euch mal. Man kommt zuerst eine Verbeugung. Und dann geht's mit rechts hoch. Eins und zwei und drei und hau! Und eins und zwei und drei und hau! Und eins und zwei und drei und hau! Wunderbar. Und jetzt kommt ein musikalisches Klatschen. Das ist das Hase-Augustin-Klatschen. Da klatscht man so, seht mal, wer da rennt. Seht mal, wer da rennt. Das ist wohl der Augustin, das Naturtalent. Wenn man dazu klatschen will, geht so, seht mal, wer da rennt. Seht mal, wer da rennt. Das ist wohl der Augustin, das Naturtalent. Seht mal, wer da rennt. Seht mal, wer da rennt. Das ist wohl der Augustin, das Naturtalent. Seht mal, wer da rennt. Seht mal, wer da rennt. Das ist wohl der Augustin, das Naturtalent. Es war einmal ein Hase, der hieß Augustin und lief unglaublich schnell. Wenn der so durch die Gegend lief und seine fixen Haken schlug, dann blieben alle Leute stehen, um Augustin zu sehen. Seht mal, wer da rennt. Seht mal, wer da rennt. Das ist wohl der Augustin, das Naturtalent. Seht mal, wer da rennt. Das ist wohl der Augustin, das Naturtalent. Einmal kam ein Jäger, ein dicker, fetter Jäger, Herr Schlamm aus. Der kam aus so einem Dorf. Wer weiß von euch, wie das Dorf heißt? Düsseldorf, genau. Herr Schlamm aus Düsseldorf. Er hatte sich eine Yacht gekauft und wollte jetzt auf Hasen gehen. Da kam schon einer angerannt. Herr Schlamm hat ihn erkannt. Seht mal, wer da rennt. Seht mal, wer da rennt. Das ist wohl der Augustin, das ist das Naturtalent. Seht mal, wer da rennt. Seht mal, wer da rennt. Das ist wohl der Augustin, das ist das Naturtalent. Herr Schlamm nahm seine Flinte, die knallte los und stank. Schon flitzt der Hase weg, die Kugel hinterher. Doch der Hase war zu schnell, die Kugel fiel in Dreck und Herr Schlamm, der schimpfte sehr. Träumersuppermann, Träumersuppermann, was war wohl der Augustin, das Naturtalent? Träumersuppermann, Träumersuppermann, was war wohl der Augustin, das Naturtalent? Augustin war stolz, er trug die Nase hoch und einen Orden auf. Er wurde Landesmeister gar im großen Zickzack-Dauerlauf. Und bei der Ehrenrunde fingen alle Mann an zu summen. So. Jetzt kommt das englische Lied. Das habe ich in dem Dorf, wo ich wohne, jetzt öfter für Erwachsene vom Balkon gesungen, wegen Corona. Da konnte ich nämlich vom Balkon aus
mit meinen Liedern das ganze Dorf erreichen, weil das Haus oben am Berg lag. Und dann habe ich 3 Monate jeden Tag solche Musik gemacht. Und da sind für mich viele Erinnerungen hochgekommen an alte Lieder. Und vor ungefähr 40 Jahren, da habe ich mal eine irische Gruppe gehört, die Sands Family, und die haben so ein Freiheitslied gesungen. Und das ist mir gerade in diesen Tagen, ist mir dieses Freiheitslied wieder hochgekommen. Und das würde ich euch jetzt gerne vorsingen. Und ich habe, obwohl ich da so lange Musik gemacht habe, habe ich nur einen Beschwerdebrief bekommen. So winds are singing freedom, they sing it everywhere. They sing it from the mountainside and in the city square. They sing of a new day dawning when our people shall be free. Let us sing the song of freedom, let it ring. And the fellow streets of Belfast, you can hear the people cry. And foreign rulers use darling, what about 100 years? But the bells ring of freedom, they ring it everywhere. They ring it on the mountainside and in freedom, they sing it everywhere. They sing it on the mountainside and in the city square. Ach, meine Güte, was sehe ich denn da? Meine Gitarre hat ein Baby bekommen. Glaubt ihr das? Nicht? Ich werde es euch zeigen. Das Baby beißt. So, ja. Jetzt frage ich das Baby mal. Wie heißt du denn? Sagt nichts. Wie heißt du denn? Adi, Dadi, da, wie heißt du denn? Könnt ihr mal fragen? Ukulele! Wie heißt du? Ukulele, du Depp! Und was macht man mit dir, Ukulele, du Depp? Musik! Wie macht man die Musik? Zupfen! Gut, werde ich mal zupfen. Singen! Wer soll singen? Du sollst singen! Gut, werde ich mal singen. Ukulele kling, Ukulele kling, mach mich ja so heiter, wenn ich zu dir sing. Ukulele kling. Na, wie war das? Langweilig. Na, da muss ich schneller spielen. Was ist denn jetzt los? Ich bin ein Handy. Was bist du? Ein Handy. Hallo? Nein, in Heidelberg. Im Deutsch-Amerikanischen Institut? Nein, die meisten verstehen auch Deutsch hier. Ja, was? Nee, nee, ich stehe hier hinter einer Glasscheibe. Aber Sie können mich sehen. Okay, was? Also ich sag's mal. Chinesisch, Russisch, Italienisch, Spanisch, Griechisch, Französisch,
Englisch, Deutsch, Türkisch. Was wollt ihr hören? Was wollt ihr hören? Welche Sprache wollt ihr hören? Deutsch. Gut. Da singe ich euch immer ein deutsches Lied. Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit. Das war ein deutsches Lied. So, jetzt habe ich noch Chinesisch, Griechisch, Russisch, Spanisch, Englisch, Französisch. Spanisch, gut. Noch? Griechisch, Chinesisch, Russisch? Chinesisch. Dann war noch Russisch und Griechisch. Griechisch. So, das war Griechisch und jetzt fehlt noch Russisch. Ein englisches Lied vorsummen und ihr sollt raten, welches Lied das ist. Genau, my bonnie is over the ocean. Klingt da, wenn man singt, klingt es so. My bonnie is over the ocean. My bonnie is over the sea. My bonnie is over the ocean. Oh, bring back my bonnie to me. So, dann haben wir noch eine Sprache vergessen. Die Sprache wird nämlich außer Deutsch in Deutschland am meisten gesprochen. Welche Sprache ist das? Hochdeutsch. Türkisch. Und sie sagt mir gerade, sie kann kein Türkisch. Aber aha, sie hat einen Bruder und der kann perfekt Türkisch. Der hat einen langen Hals. Wollt ihr den auch mal sehen? Ja. So.
Der Spatz mitten auf dem Platz. Früher, ja, was war denn da? Eine ganze Spatzenschar. Jetzt ist der Spatz allein. Und sowas ist gemein. Seht, da sitzt der Spatz mitten auf dem Platz. Wir bauen ihm ein Spatzenhaus, da fliegt er fröhlich rein und raus, sucht sich eine Frau. Genau. Seht, da sitzt der Spatz mitten auf dem Platz. Er ruft, ich bin nicht mehr allein, es ist viel schöner so zu zweit. Vielleicht ist da übers Jahr eine ganze Spatzenschar, denn die gehören dazu. Genau wie ich und du. So. Was ist denn das hier? Ein Messer. Wer kann noch was erkennen, was ich hier in der Hand habe? Ein Horn. Was kann man mit dem Horn wohl machen? Trinken. Was noch? Da sind so komische Löcher drin in dem Horn. Da kann man Töne mitmachen und die klingen dann so. Achtung! Andersrum. Habt ihr schon andersrum probiert? Es geht nicht. Nicht wegziehen. Ich lass mal dran, ja? So. So, und jetzt würde ich euch noch ganz gerne eine Geschichte erzählen. Die eine Geschichte, die ich euch erzählen könnte, handelt von einem gelben und von einem roten Fisch. Und die andere Geschichte handelt von einer Schildkröte. Welche wollt ihr hören?
Von der Schildkröte, gut. Meine Schildkröte ist ungefähr so groß wie ein Fischbrötchen. Und deshalb heißt die auch Fischbrötchen. Und Fischbrötchen wohnt in einem Aquarium. Und da wohnt eine andere Schildkröte, die ist größer und älter. Die heißt Emma. Eines Tages krabbelt Fischbrötchen oben auf Emma drauf und die wackelt so ein bisschen und zzt, bumm, fällt Fischbrötchen aus dem Aquarium raus, läuft über den Teppich, streckt den Kopf durchs Balkongitter und fällt zzt, bumm, mitten ins Erdbeerbeet. Und da frisst er erstmal alle Kartoffeln auf. Nee, die Erdbeeren. Frisst erstmal die Erdbeeren auf und dann legt sie sich in so einen Grashaufen zum Schlafen. Und jetzt kommt einer aus dem Dorf. Wer ist denn das? Das ist der Bauer mit dem Traktor. Und der Bauer geht runter und nimmt den Grashaufen, tut ihn auf den Anhänger vom Traktor und fährt ins Dorf. Nimmt den Grashaufen runter, geht zum Kuhstall, wirft den Grashaufen der Kuh vor und sagt, da Liese, ist dein Mittagessen, guten Appetit. Und die Kuh fängt an zu fressen. Und mit einmal sieht die Kuh ein Tier, das hat sie in ihrem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und da sagt die Kuh, Nanu, wer bist denn du? Ich bin eine Schildkröte und ich heiße Fischbrötchen. Und wer bist du? Ich bin eine Kuh, sagt die Kuh. Weiß doch jeder, dass ich eine Kuh bin. Ja, sag mal, Kuh, wenn du eine Kuh bist, warum hast du denn so komische Kleiderhaken an deinem Kopf? Das sind doch keine Kleiderhaken, sagt die Kuh. Das sind meine Hörner. Und sagt Fischbrötchen, sag mal, Kuh, du hast, warum lachst denn du? Du hast ja so komische Waschlappen im Maul, so einen roten Waschlappen, der hängt aus deinem Maul raus, hängt er. Das ist doch kein roter Waschlappen, sagt die Kuh. Das ist meine Zunge. Und sagt Fischbrötchen, sag mal Kuh, du hast ja links und rechts an deinem Kopf, da sind ja so komische schwarze Rasierpinsel sind ja da dran. Das sind doch keine Rasierpinsel, sagt die Kuh, das sind meine Ohren. Und sagt Fischbrötchen, sag mal Kuh, bei dir hinten zwischen deinen Beinen. Was soll denn da sein? Bei dir hinten zwischen deinen Beinen. Ja, was soll denn da sein? Da hängt ein alter Handschuh. Das ist doch kein alter Handschuh, sagt die Kuh. Das ist mein Euter, damit gebe ich die Milch. Und sagt Fischbrötchen, jetzt sag mal Kuh, warum hast du eigentlich... Was willst du denn schon wieder? Warum hast du einen Strick am Hintern? Das ist doch kein Strick, sagt die Kuh. Das ist mein Schwanz, damit verscheuche ich die Fliegen. Und sagt Fischbrötchen, sag mal Kuh, warum hast du dir... Was willst du denn schon wieder? Warum hast du dir einen schwarz-weißen Bettvorleger um den Bauch gebunden? Das ist doch kein schwarz-weißer Bettvorleger, sagt die Kuh. Das ist mein Fell. Aber guck erst mal dein Fell an. Das sieht aus wie altes Knäckebrot. Das ist überhaupt kein altes Knäckebrot, sagt Fischbrötchen. Das ist mein Schildkrötenpanzer und der ist so hart. Da kann sogar eine Kuh drauf stehen. Was, sagt die Kuh? Da kann eine Kuh drauf stehen? Da will ich mich mal gleich draufstellen. Und da stellt sich die Kuh auf Fischbrötchen drauf, rutscht aus, kullert durch den Kuhstall, fliegt gegen die Kuhstalltür. Die Kuhstalltür geht auf, die Kuh kullert auf den Hof raus. Da kommt gerade die Bauersfrau mit einem frischen Pflaumenkuchen. Die Bauersfrau kriegt einen Riesenschreck, lässt den frischen Pflaumenkuchen auf den Misthaufen fallen, läuft tripp, 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 trapp die Treppe hoch, rennt in die Küche rein und sagt, Bauer, ja, was ist denn bei uns im Stall? Ja, was soll denn bei uns im Stall sein? Da ist was Fürchterliches passiert. Was soll denn da passiert sein?
Das ist. Da hat jemand die Kuh zum Kuhstall rausgekullert. Das ist doch unmöglich. Da muss ich gleich mal nachgucken, sagt der Bauer und setzt sich seinen Feuerhelm auf. Und jetzt schleicht der Bauer über den Hof, stellt sich auf Zehenspitzen, guckt in den Kuhstall rein. Und was sieht er da? Ja, da sieht er Fischbrötchen. Dann nimmt er Fischbrötchen, bringt die zurück ins Aquarium. Da sitzt jetzt die Emma und sagt, na, wo warst du schon wieder? Ich war im Kuhstall. Im Kuhstall ist es wunderschön. Da kann man eine Kuh ansehen. Was, eine Kuh? Ich habe doch noch nie eine Kuh gesehen. Wie sieht ihr denn aus? Ja, das weiß ich, sagt Fischbrötchen. Eine Kuh hat ein schwarz-weiß Fell, Euter und Schwanz. Das verstehe ich nicht, sagt Emma. Na gut, dann erkläre ich es dir nochmal. Also, eine Kuh ist ein Tier. Das hat Kleiderhaken am Kopf. Das hat einen alten Handschuh zwischen den Beinen und einen Strick am Hintern. Aha, hat Emma gesagt. Und da hat sie endlich kapiert, was eine Kuh ist. Das war die Geschichte. Was macht der Hahn in Deutschland schon morgens in der Früh? Er schreit und schreit und schreit und schreit. Was schreit der Hahn? Sein lautes Kikeriki. Was macht der Hahn in Frankreich? Er ruft Kokeriko und ist den ganzen Tag dabei, sehr fröhlich, frech und froh. Kokeriko, Kikeriki. Was macht der Hahn in der Türkei? Er ruft Ürü, Ü, Ü. Das hört man morgens in der Früh, schon morgens in der Früh. Ürü, Ü, Ü. Kokeriko, Kikeriki. Was macht der Hahn in England? Er tanzt und hüpft dazu und kräht aus vollem Halse sein Korkedudeldu. Korkedudeldu. Kokeriko, Kikeriki. Was macht der Hahn in Mexiko? Er kräht auf Schritt und Tritt und alle, die zu ihm gehören, die nimmt er einfach mit. Cantagallo, Cantagallo con su kiri 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 kiri. Hey, 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 hey. La gallina con su cara 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 cara. Los polluelos con su pío 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 pío. Und die Hähne aus ganz vielen Ländern, die krähen und schreien so laut und so früh. Und die Hähne aus ganz vielen Ländern, die krähen und schreien so laut und so früh. Kiri, kiri, korkedudeldu, ürü, ü, ü. Kikeriki. So, jetzt komme ich langsam zum Schluss. Gibt es ein Lied, was ihr euch noch wünscht? Eine Kaffeekanne. Gut, dann singe ich eine Kaffeekanne zum Schluss. Es war einmal ein Mädchen, das Mädchen, das hieß Anne. Die blies so gern Trompete,
auf der Kaffeekanne. Bis das die ganze Nachbarschaft aufhören schrie, da flog sie, oh pardon, auf dem Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Dann kam sie an den Nordpol, und was war denn da? Da riefen alle Eskimos. Da ist sie ja, und einer sprach, gemach, gemach, die Anne kocht uns Lebertran an jedem Tag. Da flog sie, uppadum, auf dem Besenstiel davon, geradeaus, übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Sie kam dann in die Wüste, und was war denn da? Ein riesengroßer Löwe, der hungrig war. Und da sprach er, ich mag dich sehr, ich habe dich zum Fressen gern, komm doch ein Stückchen näher. Da flog sie, uppadum, auf dem Besenstiel davon, geradeaus, übers Haus, dreimal rum und rum hinaus. Sie kam dann in die Alpen, und was war denn da? Da traf sie auch die Heidi, die beim Almöhi war. Sie sprach zu ihr, komm, flieg mit mir. Doch Heidi sprach, ich war schon weg, drum bleib ich lieber hier. Wer weiß denn, wo die Heidi war, wie sie weg war? Ist ein nördlicher Vorort von Heidelberg. Ja, wo war sie? In Frankfurt, genau. Da flog sie auf ein Dorf, auf dem Besenstiel davon, geradeaus, übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Dann kam sie in die Alpen, nee, da war ich schon, da war sie schon. Jetzt kommt sie in den Schwarzwald. Dann kam sie in den Schwarzwald, und was war denn da? Da sprach ein Oberförster in strohblondem Haar, du bist genau die richtige Frau, du bringst mir die Pantoffeln für die Tagesschau. Und hat sie ihm die Pantoffeln gebracht? Wer von euch würde dem Oberförster die Pantoffeln bringen? Das ist brav. Und wer würde sie nicht bringen? Warum nicht? Ja, die soll er sich selber holen. Außer wenn er krank ist, dann kann man sie noch bringen. Da flog sie, oh pardon, auf dem Besenstiel davon, war der Haus, die Westbau, da war rum und hinaus. Flog sie, oh pardon, auf dem Besenstiel davon, war der Haus, die Westbau, da war rum und hinaus. Sie kam dann nach Wanne-Eickel, und was war denn da? Der kleine Hansi Heinemann, der einsam war, er sprach zu ihr, ich flieg mit dir, nimm diese Kaffeekanne als Geschenk von mir. Flogen sie, oh pardon, auf dem Besenstiel davon, war der aus. So. Dankeschön. Wollt ihr noch eins hören? Oder? Der Cowboy-Jim aus Texas. Ja.
Der Cowboy Jim aus Texas, der tags auf seinem Pferd saß, hat einen Hut aus Stroh und darin saß ein Floh. Der Floh tat Jim begleiten, er hatte Spaß am Reiten und ging der Jim aufs Klo. Dann tat das auch sein Floh. Oft macht das Reiten Mühe, Jim hütet 100 Kühe, dann kommt er oft in Schweiß und ruft, ach was ein Scheiß, yippie-ey, yippie-ey. Am Chickichoba-See ruft Jim sein Yippie-ey, doch einst am Lagerfeuer, da war's da nicht geheuer. Im ersten Morgengrauen, da wollt man Jim verhauen, man schlich zu Jimmy Fix. Der schlief und merkte nix. Der Floh, der hört es trappeln, tat sich auch gleich berappeln und stach als echter Floh den Cowboy in den Po. Yippie-yay, yippie-yay, yippie-yay. Der Jim sprang auf und fluchte, als er das Weite suchte. So war's nix mit Verhauen im ersten Morgengrauen. Yippie-yay, yippie-yay, yippie-yay-yay-yay. Der Cowboy Jim aus Texas sitzt oft bei seiner Oma und beide schauen sich dann im Fernsehen Cowboy-Filme an. Yippie-yay, yippie-yay. So. Mit dem Wecker. Ich habe noch ein Lied, das habe ich noch gar nicht gesungen. Das handelt vom Fahrradfahren, vom Radeln. Und da bräuchte ich jemanden, der mich begleitet. Hier ist das Musikinstrument. Anni, hast du Lust? Das ist eine Fahrradklingel. Und der Andreas ist ein alter Jugendfreund von mir. Und wir haben ungefähr vor 50 Jahren das letzte Mal zusammen gespielt. Und jetzt tun wir es wieder. Ein historischer Moment. Wer niemals reiste per Pedal, dem ist die Welt ein Jammertal. Ich radle, 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 ich radle, 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 ich radle, 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 ich radle, 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 Klingeling. Klingeling. Wie herrlich lang ist die Chaussee, gleich kommt das dritte Feld mit Klee. Ich radle, 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 ich radle, 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 Klingeling, Klingeling. Wenn ich mich in den Sattel schwing, bin ich der Cowboy Klingeling. Ich spür, wie sich die Räder drehen, das kühlen Wind mein Haupt umweht. Radle, 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 Klingeling, Klingeling. Noch Goethe machte das zu Fuß und Schiller ritt den Pegasus. Ich radle, 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 ich radle, 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 Klingeling. Klingeling. Danke. So, das war ja ganz toll. So, und jetzt singe ich euch noch ein Lied für heute Abend. Es gibt ja manchmal so Tiere, die fliegen in der Nacht rum und sind meistens sehr still. Was ist das, was da so nachts rumfliegt?
Fledermäuse, was gibt's noch? Eulen. Und mein Lied handelt von einer alten Eule. Alte Eule, tief im Wald, im Eulenbaum. Ruft und ruft die alte Eule, ist so alt, man glaubt es kaum. Kommt klein Eule zu Besuch, da freut sich alte Eule sehr. Sie guckt freundlich und dann ruft sie erst huhu und dann noch mehr. Alte Eule, die sagt endlich, endlich ist da jemand da, weil ich sonst in meinem Baum einsam und alleine war. Sie erzählt von alten Zeiten, über die man staunen kann. Als sie noch ganz klein und frech war, ui, was stellte sie da an? Huhuhuhu! Alte Eule, alt und freundlich, die darin sehr kundig ist, was man so oft übersieht und am hellen Tag vergisst. Alte Eule, die darin sehr kundig ist, was man so oft übersieht und am hellen Tag vergisst. Uhuhu. Und jetzt wünsche ich dir einen guten Heimflug.